Vor langer Zeit, vor 2000 Jahren, regierten die Römer über ganz viele Länder. Der Kaiser von den Römern hatte den Namen Augustus. Weil er nicht überall in seinem Reich sein konnte, schickte er Menschen dorthin, damit sie für ihn in den fernen Ländern regierten. Das waren die Statthalter. Der Statthalter von Syrien war damals ein Mann mit Namen Quirinius. Der Kaiser Augustus in Rom wollte mehr Geld von den Menschen in seinem Reich haben. Deshalb hat er befohlen, dass alle Menschen sich in Listen für die Steuern eintragen lassen sollen. Und damit es eine Ordnung hat, sollte jede Familie dorthin gehen, wo der Vater geboren war. In der Geburtsstadt vom Vater wurden sie gezählt. Deshalb waren viele Menschen unterwegs. Auch Josef und Maria waren unterwegs. Maria sollte bald ein Kind bekommen. Sie war hochschwanger. Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem gehen, weil Josef dort geboren war, damit sie dort gezählt werden konnten. Denn Befehlen musste man gehorchen. Den ganzen Weg mussten sie zu Fuß gehen, denn Fahrzeuge gab es damals noch nicht. Als Maria und Josef in Bethlehem ankommen, versuchen sie ein Zimmer für die Nacht zu finden. Aber es waren schon sehr viele Menschen nach Bethlehem gekommen. Es gab kein einziges Zimmer mehr für Josef und Maria. Es gab nur noch Platz in einem Stall für Maria und Josef. Dort kamen sie müde und erschöpft an. Die Geburt ging los. Maria bekam ihren ersten Sohn. Dieses Kind war Jesus. Maria und Josef wickelten es in Stoffwindeln und legten es in die Futterkrippe. In der Nähe von Bethlehem waren Hirten auf dem Feld. Das sind Schäfer. Sie passen auf die Schafe auf. Die Schafe gehören Bauern. Deshalb müssen sie ganz besonders auf die Schafe aufpassen, damit keine wilden Tiere diese überfallen und töten. Tag und Nacht sind die Hirten bei den Schafen. Hirte zu sein war damals kein angesehener Beruf. In dieser Nacht, als Jesus geboren wurde, da kamen plötzlich Engel zu den Hirten. Engel sind Boten von Gott, sie bringen den Menschen Nachrichten von Gott. Und in dieser Nacht hatten sie eine tolle Nachricht für die Hirten und für alle Menschen. Die Hirten erschraken erstmal fürchterlich, denn es war plötzlich total hell in der Nacht, und die Engel sagten zu ihnen: Habt keine Angst, ihr könnt euch freuen. Alle Menschen können sich freuen. Heute ist nämlich Jesus geboren. Jesus ist euer Retter. Gott selbst kommt in Jesus zu euch. Ihr könnt ihn finden in Bethlehem. Jesus liegt dort in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe. Und dann fingen ganz viele Engel an zu singen. Die Engel lobten Gott und sagten: Lasst uns Gott ehren. Frieden soll bei den Menschen auf Erden sein. Als die Engel wieder weg waren, redeten die Hirten miteinander und sagten: Los, wir wollen nach Bethlehem gehen, wir wollen nachsehen, was da passiert ist. Die Hirten beeilten sich, und tatsächlich fanden sie Maria und Josef und Jesus in der Krippe. Alles war so, wie es der Engel gesagt hatte, und alle, die von den Hirten hörten, was passiert war, wunderten sich. Maria merkte sich alles ganz genau. Dann gingen die Hirten zurück zu den Schafen, sie lobten Gott dafür, was sie erlebt haben. Wir wünschen euch und ihnen allen ein Weihnachtsfest in Frieden und Gesundheit.